Hallo und recht herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Medi und wir spielen eine weitere Folge Minecraft Academy. Wir haben in der letzten Folge haben wir uns mit Botania beschäftigt und haben hier schon mal so einen kleinen Teil aufgebaut und hier ein Terminal hingesetzt. Da können wir auch direkt mal kurz reingehen und hier ein bisschen Kohle rausholen. So, das schmeißen wir dann hier hin. Die macht daraus dann Mana. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns heute mal um was ganz anderes. Haben wir immer noch Brot? Ja, hier. 20. Gut. Wir kümmern uns heute um was ganz anderes. Und was das Ganze ist, seht ihr nach dem Intro. Bis gleich. So, und damit starten wir direkt. Wir wollen nämlich heute mal eine Mobfarm basteln. Und zwar mit diesen Komponenten hier. Und zwar werden wir das hier alles erstmal wieder abrasieren. So. Das werden wir alles abmachen. Und werden das Ganze nach außen verlagern. Dementsprechend nach dort. Müssen wir uns mal gerade die Koordinate merken. Das ist 2760. Dann gehen wir raus. Wir brauchen dringend nochmal. Das ist die Mitte. Das heißt, wir müssten eigentlich irgendwo hier hin. Weil mir das zu blöd ist, machen wir uns jetzt einfach mal eine Diamantspitzhacke. Schaufel. So. Sind wir hier? So, wir müssen da hoch. Das bedeutet, ich mache das hier alles noch mal weg. Grabe mich nach oben und gucken wir mal, wo wir rauskommen. Hier. Dann sollten wir direkt mal pennen gehen. Easy Weezy Jeezy. Dann brauchen wir noch Fluiducts. Komm hier oben raus. Ich mache unten nochmal Servos rein. Wir werden auch wahrscheinlich eine bessere Stromversorgung brauchen, wenn das die ganze Zeit läuft. Aber wir gucken erstmal. Machen hier alles wieder always active. Gehen raus. Gott sei Dank haben wir das Wireless Terminal. Wäre schön, wenn das die ganze Zeit aufgeladen werden würde, aber haben wir halt nicht so. Dann machen wir hier eine plane Fläche. So,
Zack. Und bauen uns hier schon mal eine Plattform auf. Wo wir dann nachher den Raum reinmachen, wo wir die ganzen Monster spawnen lassen. Na? So. Zack. Damit hätten wir schon mal so eine halbwegs gerade Fläche. Wir müssen uns mal überlegen, hier kommt das Ding hin. Das heißt, wir brauchen hier nachher noch Strom und alles. Gar kein Problem. Ja, so. Und machen hier noch ein bisschen Erde weg. Bauen nachher unser, ich sag mal, sowas wie ein Gefängnis auf. So. Das Ding packen wir mal weiter hier rüber. Das wird nachher unsere zentrale Mitte. Hier spawnen die nachher. Dann machen wir hier einen Weg für das Zeug hier. Das lädt sich auf, wunderbar. Und dann brauchen wir gleich noch einen Mob Grinder. Aber erstmal zum Strom. Haben wir nicht hier irgendwo? Ja, hier oben haben wir Strom. Sehr gut. Hier müsste jetzt Strom rauskommen. Ja. Dann brauchen wir noch Stromkabel. Ist jetzt nicht alles so wunderschön, aber das macht nichts.
Na, einer zuvor. Jetzt kriegt das Ding auch Strom. Dann können wir das hier zumachen. So. Dann brauchen wir... Das kann alles erstmal wieder weg. Dann brauchen wir ein bestimmtes Tool. Und zwar einen Mob Grinder, aber nicht den, den wir jetzt schon da haben von Ender.io, sondern den anderen, weil der kann nämlich Items aufsammeln. Und genau das wollen wir in dem Fall. Das bedeutet, wir packen erstmal unseren Wireless Charger hier rüber. Das kann weg, das kann weg. So. Mob Grinder. Mob Crusher, genau. Dafür brauchen wir einmal sowas hier. So. Zwei Bücher. Plastik haben wir, Gold Gears, zwei Stück und ein Eisenschwert. Zack, direkt ein Upgrade mit rein. Range Upgrade plus zwei. Sollte erstmal reichen. Dann brauchen wir nochmal Item Duct. Eine Kiste. Und dann nehmen wir am besten eine Diamantkiste, glaube ich. Diamond Kiste. Dafür bauen wir noch eine. Silberkiste und jetzt nochmal die Diamond. Boom. Und es wird schon wieder Nacht. Super geil. So, dann müssen wir mal gerade gucken. Wenn ich den jetzt mal angenommen, ich stelle den hier hin. Mach das Range Upgrade rein und zeigt mir die Range. Jetzt sind wir genau hier. Also müssen wir noch einen nach vorne. Dann sind wir genau mittig. Und darum bauen wir jetzt das Gefängnis, nachdem wir pennen gegangen sind. Stabil. So. Kommen wir hier wieder hoch. Hier lassen wir die Items raus und hier kommt Strom ran. Das bedeutet, wir brauchen nochmal Stromkabel. Boom. Dann so ein Item.
Frey und die Kiste. Boom. Hätten wir das. Der sammelt gleichzeitig auch Essenz. Das ist auch gut. Die könnten wir rein theoretisch direkt hier wieder reinfließen lassen. Vorausgesetzt, wir finden... Hier ist es. Cool. Dann brauchen wir direkt zwei Servos. Ja, zweimal Standard. Was fehlt? Iron Nugget. Kein Problem. Hier. E-Beam. Zwei Servos. Always active. Und nach hinten. Das lassen wir dran. Essenztank wird leer gelutscht. Nach links. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. So, dann brauchen wir noch Fluid. Fluiducts. Aha. Eigentlich sollte der das rauspumpen, aber okay. Angenehmer. So. Das. Damit hätten wir das hier schon mal fertig. Strom ist dran, das ist dran. Jetzt könnten wir es rein theoretisch einmal zum Spaß mal ausprobieren. Indem wir einfach sagen, wir nehmen meinetwegen Enderman wieder. Mob Enderman. Na. Okay, so werden die Items hier rein transferiert. Perfekt. Kurz mal stoppen. Perfekt, funktioniert. Dann müssen wir noch dafür sorgen, dass die Items nachher in unser System gelangen. Und dafür würde ich dann hier... hier runtergehen. Kommen wir hier raus? Okay. Was ist, wenn wir dann hier weitergehen nach da? Das sieht jetzt ein bisschen weird aus, ja, ich weiß. Aber das hat alles Sinn. Damit kommen wir nämlich dann hier raus. Perfekt. Das heißt, wir verlegen dann hier oben Kabel. Wir können das Ganze hier ins System pumpen lassen.
Wir müssen nur noch mal Kabel herstellen. Kabel. Weiß ich nicht, ob das reicht. Glaube ich eher weniger. Aber wir probieren es einfach mal. Nein, reicht natürlich nicht. Wir brauchen mehr Kabel. Okay, dafür brauchen wir mehr Enriched Iron, dafür brauchen wir mehr davon. Wir haben kein Quarz mehr, ist auch geil. Haben wir noch Quarzblöcke? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kommen wir mal da rein. Dann noch mal ein bisschen von den Kabeln basteln. Haben wir jetzt 17. Okay. davon. So, das sollte jetzt reichen, aber gehen wir mal wieder raus. Dann brauchen wir noch einen. Boah, was war das? Importer oder Exporter? Hier könnten wir auch nochmal was drum machen später. Wo ich das gerade sehe. Importer, okay. Jetzt, wo wir unten sind, können wir auch mal gerade hier hingehen. Noch einen Importer basteln. Ist ja mal gar kein Problem. Zack. Ich muss endlich mal anfangen, den ganzen Scheiß zu automatisieren, ne? Okay. Importer haben wir. Perfekt. Können wir hier mal wieder alles zumachen. Im besten Fall so, dass hier nichts spawnt. Ja. So. Dann merkt man ja gar nicht, dass wir hier waren. Okay, das sollten wir vielleicht auch noch kurz flicken. Und das flicken wir auch mal. Und davon könnten wir, von dem Generator könnten wir auch mal noch ein paar mehr bauen und da in die Reihe setzen. Vielleicht gibt er ja mehr Strom ab. Nein, was habe ich getan? Vielleicht gibt er ja mehr Strom ab als die anderen Sachen. Wer weiß das schon? Huch, ruckel. Ah. Ist mir ja noch nie passiert.
So, damit solltet ihr die Sachen hier rauspumpen. Perfekt, ins System. Und damit wäre diese Folge vorbei. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Däumchen werden Träumchen. gebt doch einen Daumen nach oben. Falls es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten. Bewertung ist Bewertung, ihr kennt das Spielchen. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein!